Wohnungsmangel. Wer glaubt, das sei in deutschen Großstädten ein Problem, der sollte mal nach Tokio blicken. Hier ist der Platzmangel so groß, dass Japaner schon in Internetcafés wohnen müssen. Wir haben einen Blick in die Stadt der Gegensätze geworfen. Hier kommt Wohnen extrem. Hier lebt Tadashi Shimo. Das ist mein Zuhause. Ich habe hier einen Computer, mit dem ich viel im Internet surfe. Das ist mein Bett. Und da oben in der Ecke habe ich ein paar Sachen zum Essen und meine Kleidung. Tadashi Shimo ist 41 Jahre alt. Obwohl er einen Job hat und 1500 Euro im Monat verdient, lebt er hier. In einem Internetcafé. Auf 2 Quadratmetern. Knapp 29 Kilometer Luftlinie entfernt treffen wir Kyoko Uwaki. Sie wohnt in einem der modernsten Hochhäuser Tokios. Im 39. Stock. Sie zeigt uns die andere Welt Tokios, die der Reichen. Hier im Viertel sind die Mieten so teuer wie nirgend sonst auf der Welt. Ein kleines Apartment kostet hier schon 1 Million Euro. Tokio, die Megametropole Japans. Über 38 Millionen Einwohner leben hier. Hightech, wohin das Auge reicht. Überall Luxusgeschäfte und Menschen in superteuren Klamotten. Tokio ist weltweit die Stadt mit den meisten Millionären. Knapp 461.000 Tokioter haben mehr als 1 Million auf ihrem Konto. Viele dieser Reichen leben hier, in der Bucht von Tokio. Minato, eines der teuersten Viertel der Stadt. Quadratmeterpreis rund 7.000 Euro. Die Lage macht den Preis. Nah an der Innenstadt, doch weit genug weg vom Trubel. Das liebt auch Kyoko Uwaki. Sie wohnt in einem der luxuriösen Hochhäuser. Wer Geld hat in Tokio, möchte möglichst hoch hinaus. Zutritt in die Welt der Reichen gibt's nur mit Security-Karte. Im Eingangsbereich überall Marmor. Da Raum knapp ist in Tokio, baut man in die Höhe. Wer oben wohnt, hat es geschafft. Die Lage der Wohnung, in Tokio ein Statussymbol. Kyoko lebt im 39. Stock. Insgesamt gibt es 48 Etagen. Dieser Aufzug ist für Leute, die über dem 30. Stock wohnen. Der Aufzug für die niedrigen Stockwerke ist daneben. Es ist ein bisschen wie Economy und Business Class im Flugzeug. Und mit der Karte hat man Zutritt. Die Eintrittskarte in die Luxuswelt. Ein Privileg, auf das sie nicht verzichten will. In dem Haus leben viele bekannte Leute. Kyoko erzählt gerne von ihren illustren Nachbarn. Hier wohnen berühmte Leute, zum Beispiel die Sänger von beliebten Bands, aber auch Schauspieler und Sportler. Ach, von einer koreanischen Boyband wohnt auch einer hier. Kyoko moderiert im Fernsehen. Ihr Mann ist Anwalt. Gemeinsam gehören sie zu Tokios High Society. Diese Wohnung hier ist Kyokos ganzer Stolz. Das ist mein Wohnzimmer. Dort drüben ist ein kleineres Zimmer, das für Schönheitsbehandlung verwendet wird. Es gibt noch ein größeres Zimmer, unser Schlafzimmer und dann eben ein Bad, eine separate Toilette und die Küche. Kyoko wohnt auf 90 Quadratmetern. Die Größe der Wohnung, die Ausstattung, auf uns wirkt das alles gar nicht so pompös. Aber in einer Stadt wie Tokio, in der Wohnraum knapp ist, ist das tatsächlich purer Luxus. Vor allem die Lage treibt die Miete in die Höhe. Das ist die Rainbow Bridge, ein Wahrzeichen Tokios. Es gibt kaum Wohnungen in Tokio, die direkt vor der Rainbow Bridge liegen. Der Ausblick kostet knapp 3.500 Euro monatlich. Durchschnittlich lebt in Tokio eine vierköpfige Familie auf 30 Quadratmetern und zahlt im günstigsten Fall dafür 1.000 Euro im Monat. Die Einrichtung der Wohnung, typisch japanisch, dezent, nicht protzig. Statt auf Gold und Bling-Bling legen Japaner Wert auf Hightech. Knöpfe drücken macht Kyoko glücklich. Hier in dieser Wohnung gibt es ein sehr praktisches System. Ich muss nur draufdrücken und schon kommt heißes Wasser aus dem Hahn im Bad. Und das Badewannenwasser läuft ein. Und die Zeit kann ich auch programmieren. Auch im Bad staunen wir wieder. So richtig sieht das hier gar nicht nach Luxus aus. Aber die Technik macht's.
Hier kann man die Badekabine warm machen oder kühlen. Dann kann man die Windrichtung, die Temperatur und einen Timer einstellen. Ich könnte 24 Stunden lang die Lüftung laufen lassen. Dass es so blitzt in der Wohnung, ist übrigens nicht Kyokos Verdienst. Das macht natürlich ein Putzservice. Hausarbeit ist eh nicht so ihr Ding. Sie sehen ja, meine Küche ist recht sauber. Das liegt daran, dass ich fast immer essen gehe. Tokio ist eine Gourmetstadt. Angeblich gibt es in keiner anderen Stadt so viele Sterne-Restaurants wie hier. Und darum gehe ich gerne in viele verschiedene Lokale und probiere leckere Sachen aus. Und deswegen koche ich kaum zu Hause. Das ist die eine Welt Tokios. Die andere lernen wir hier kennen. Für uns unvorstellbar. Aber da Wohnraum in Tokio so knapp und teuer ist, leben hier tatsächlich Menschen in Internetcafés. Auch Tadashi Shimo wohnt in einem Internetcafé. Sein Zuhause? Eine kleine Computerkabine. 2 Quadratmeter groß. Seit 3 Monaten lebt er hier. Für 20 Euro täglich. Es ist ihm sehr unangenehm, drüber zu reden. Er möchte mit uns deswegen erst nur auf dem Dach des Internetcafés sprechen, wo ihn sonst niemand hört. Ich habe nicht viel Geld. Das macht es fast unmöglich, eine Wohnung in Tokio zu finden. Das Internetcafé ist für mich die einzige Möglichkeit, in dieser Stadt günstig zu wohnen. Er ist nicht der Einzige, für den das Internetcafé der letzte Zufluchtsort ist. Offiziell gibt es fast 5.500 Internetcafé-Flüchtlinge. So werden die Dauerbewohner der Internetkabinen in Japan genannt. Die Dunkelziffer ist noch weitaus höher. Internetcafés in Japan sehen anders aus als in Deutschland. Jeder Computer steht in einer separaten Kabine, zum Schutz der Privatsphäre der User. Es gehört schon lange zum Alltag der Internetcafés, dass Geschäftsleute in ihrer Mittagspause dort schlafen oder Pendler, die gerade die letzte Bahn verpasst haben. Deswegen stellten einige Internetcafés irgendwann Betten in die Kabinen. Und die nutzen nun auch Leute, die sich keine Wohnung in Tokio leisten können. Akira Tominaga leitet das Internetcafé, in dem Tadashi lebt. Er bestätigt uns, dass Internetcafés inzwischen schon fast dauerhafte Wohnorte sind. Es kommen ganz unterschiedliche Leute her. Auch Leute, die lange hier bleiben, viele Monate, sogar Jahre. Die können sich hier frei aufhalten und alles frei nutzen. Wir sind 24 Stunden offen und das schätzen die Menschen, die ein Zuhause suchen. Er hat sich auf die Dauergäste eingestellt. Es gibt eine Waschmaschine, eine Dusche, einen Automat für Getränke und einen für Essen. Tominaga versteht die Lage seiner Kunden. Denn schon das Finden einer Wohnung ist in Tokio teuer. Die Kosten in Tokio sind sehr hoch, schon bevor man einzieht. Da sind am Anfang viele Zahlungen fällig. Hier kostet es 20 Euro. Und man lebt von Tag zu Tag, ohne Verbindlichkeiten. Das ist sehr komfortabel. Komfortabel leben auf 2 Quadratmetern? Geht das wirklich? Wie empfindet das Tadashi? Man hat nichts mit anderen Menschen zu tun. Man lebt abgeschottet. Da es ja nur ein Raum ist, kann man natürlich nicht so laut reden oder den Computer lautstellen, weil man sonst die anderen stört. Ich muss immer aufpassen, dass ich niemandem zur Last falle. Ich muss mich an die Regeln halten und still sein. Probleme, die Kyoko nicht kennt. Sie lebt in einem Tower in Tokio und kann sich im ganzen Haus ausleben. Eine Bibliothek nutzen, ein Teezimmer und einen Partyraum. Eine Bar, ein Musikzimmer und den Palmengarten, ihr Lieblingsort. Die Nobelhochhäuser sind so gestaltet, dass die Bewohner eigentlich nicht mehr raus müssen. Das verstehen Japaner unter Luxus. Und nicht nur das. Wie Tetsu Ishiguro weiß, er arbeitet für die exklusivste Immobilienmaklerfirma in Tokio.
Unsere Kunden schätzen vor allem auch den Sicherheitsstandard, zum Beispiel bei Erdbeben. Wir haben eine spezielle Technik entwickelt, für die unsere Kunden viel zahlen. Außerdem haben unsere Häuser extra Kraftwerke, wenn der Strom ausfallen sollte. In den Häusern sind Vorrichtungen eingebaut, die die Erdstöße dämpfen. Ein Must-have in Luxuswohnhäusern, wie in dem von Kyoko. Nirgendwo auf der Welt bebt die Erde so oft wie in Japan. Durchschnittlich gibt es dort jeden Monat 73 Beben. Die Einwohner leben täglich mit der Angst. Ein Grund, wieso Reiche viel Geld ausgeben, um in sicheren Wohnungen zu leben. Eine Sicherheit, die sich Tadashi nicht leisten kann. Er hat zu uns Vertrauen gefasst. Jetzt nimmt er uns mit in sein Reich. Eine kleine, muffige Internetkabine. Wenn ich von der Arbeit zurückkomme, surfe ich im Internet oder schaue etwas fern. Dann esse ich etwas und gehe danach schlafen. Trotzdem ist Tadashi fast dankbar, dass er in einem Internetcafé wohnen kann. So kann er genug Geld sparen, um sich später eine Wohnung leisten zu können. Auch wenn er sich jetzt einschränken muss. Normalerweise esse ich auch hier, weil die Gerichte günstig sind. Manchmal esse ich auch außerhalb, in Lokalen. Aber nur dann die ganz billigen Reisgerichte. Manchmal würde ich gerne etwas Teureres essen, aber das geht nicht. Tadashi arbeitet im Lager eines großen Transportunternehmens. Von 19 Uhr bis morgens um 5. Wie jeden Tag macht er sich am kleinen Waschbecken fertig für seine Nachtschicht. Auf dem Weg zur Arbeit schaut sich Tadashi die Wohnungsaushänge an. Die Kosten, die bei einem Umzug auf ihn zukommen, sind extrem hoch. Ganze 5 Monatsmieten. Ich gucke, was sehr billig ist. Aber auch wenn die Miete günstig ist, dann muss man Kaution und eine Dankesgebühr bezahlen. Und dann wird es teuer. Bei der Kaution kommt dann auch noch eine Art Säuberungsgebühr on top. Dankesgebühr. Sagen wir es mal auf Deutsch, eine Maklerprovision. Tadashi will innerhalb eines Jahres 3.000 Euro sparen. Dann kann er sich die Startgebühren leisten. Wegziehen aus Tokio will er nicht. Er kommt aus den Randbezirken der Stadt. Sie ist sein Zuhause. Er hat keine gute Schulbildung. Da ist es schwer, einen gut bezahlten Job zu finden. Schon gar nicht auf dem Land. Da Wohnen so teuer ist in Japan, ziehen Kinder auch erst spät von zu Hause aus. Laut einer staatlichen Schätzung leben 2,95 Millionen Japaner im Alter zwischen 35 und 44 Jahren immer noch bei Mutti und Papi. Das sind 16% der Japaner in diesem Alter. In Deutschland liegt die entsprechende Zahl bei weniger als der Hälfte. Existenzängste hatte Kyoko noch nie. Heute gibt sie eine Party für Freunde und Geschäftskunden. Und für die gibt es nur das Beste vom Besten. Ich habe heute Wein, den Obama im Weißen Haus sehr gerne trinkt. Wieder so ein Statussymbol. Auf den Tisch kommt das teuerste Rindfleisch der Welt, Kobe. 500 Euro das Kilo. Zubereitet wird es von einem gemieteten Sternekoch. Für Kyoto ein erfülltes Leben. Ich liebe es, an einem solchen Ort zu wohnen. Tadashi Shimo wünscht sich wenigstens ein richtiges Zuhause. Für die Zukunft wünsche ich mir ein eigenes Haus und eine Familie. Diesen Wunsch teilt er sich mit mehreren tausend Internet-Café-Flüchtlingen in Tokio. In einer glitzernden Metropole, in der Wohnraum Luxus ist. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.